Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inspector B Goes Crazy. Sheila und Emily, die beiden Reitlehrer für heute, und wir werden heute dem Inspektor das Reiten beibringen. Oh ja, das ist sehr wichtig, dass ich heute reiten lerne, muss ich sagen, weil ich habe gemerkt, hier in Prolis und Dresden und Umgebung, da habe ich jetzt so viele gute Stadtteildetektive ausgebildet, nämlich genau euch. Ich glaube, ihr schafft das in Zukunft auch ohne mich. Ich muss weiterziehen, die Welt braucht mich. Ich muss auch in einem fernen Land von hier noch viele gute Schüler ausbilden. Deshalb habe ich mir die Landkarte rausgenommen und mich für Afrika entschieden. Und da in Afrika die Straßen relativ schlecht sind, so behauptet es das Klischee, dachte ich, ich brauche ein Pferd. Und deshalb bin ich heute hier. Hier, Inspektor, wir holen jetzt das Pferd, auf dem du heute rein bist. Oh, okay. Na dann. Jetzt kommt über die Nase drüber. Ich mache sie erstmal so vor. Guck so über die Nase und dann über den Kopf. So. Okay, gut. Jetzt du. Du bist dran. Macht's denn so richtig? Wie? Du musst das dem Pferd machen. Ach, ich muss das machen. Wir sind ein Team, das wird gut. Ich lege dir was drauf. Und das an. Oh, es ist wirklich gar nicht so leicht, wie ich gedacht hätte. Na, ich glaube, langsam wirst du unruhig. Hä? Wir müssen uns jetzt mal beeilen. Also, und das oben über den Kopf. Genau. Ah, sehr gut. So, Pferd habe ich, Koffer habe ich. Jetzt geht's los. Na dann. Jetzt geht's. So, es geht jetzt direkt los hier. Hier, was ganz spannend ist, ein Koffer. Ja. Soll ich schieben lieber von hinten oder? Nee. Oh, jetzt klappt's. Guck, da kommt's schon. Sehr gut. Wir zwei, wir werden richtige Freunde. So, jetzt wo das Pferd schon gut hinterherläuft, denke ich, vielen Dank. Ich nehme es aber mit und geh mal nach Afrika. Aber Inspektor Berger, wir müssen das noch putzen, bevor Sie aussitzen können. Putzen? Es geht putzen. Ich habe einen Lappen dabei. Wir können einfach meine Krawatte nehmen und ich... Was hier hinten noch? Okay, gut, es bleibt einfach stehen. Also so Kreise machen einfach? Ja. Besonders hier. Ist quasi wie Klopapier, bloß beim Pferd. Ne? Inspektor, das nächste machen wir die Hufen, weil damit sie auch laufen kann und stark kann, muss sie natürlich auch Hufen haben. Jetzt machen wir die Hufe schön sauber. Und bei mir, ich bin doch immer hier kurz so dazu. Okay, wir bleiben mal beim Pferd erstmal schon hier. Schön den ganzen Trocken. Okay, jetzt haben wir den Sattel. Jetzt müssen wir Sattel. Das Stück. Wir machen jetzt einfach das Pferd drauf. So. Geht ja noch. Das geht einfach. Sattel natürlich nicht runterfällt, damit sie nicht runterfällt, gibt es jetzt noch den Gurt. Und den machen wir einfach auch noch drum. Das ist quasi wie ein Gürtel. Wie mein Gürtel, das kenne ich schon. Sehr gut. Die andere Seite noch. Wir müssen aber vorsichtig machen, weil es ist sehr empfindlich. So, ja, hier. Ja, jetzt mal mögen uns sehr professionell schmieden. Ja, genau. Jetzt gucken wir, wie lange ihre Steppen. Da legen Sie einmal Ihre Hand hier dran. Jetzt muss man gucken, ob es bis zu Ihrer Achsel reicht. Also genau, perfekt. Das ist der Kappzaum. Damit können Sie sich dann am Pferd sagen, den Kopf steuern. Wir machen erstmal das Halfdrehter, dass Sie uns nicht erwischt. Ja. Mhm, das können wir schon, das haben wir schon geübt. Sehr gut. So. Ein Helm mitgenommen. Ein Helm? Ich habe meinen Hut auf, ich denke, der ist schon schön auch. Von daher. Aber wenn Sie runterfallen, wollen Sie sich verletzen? Nee, ich habe nicht vor, runterzufallen eigentlich. Das ist schon eine gute Idee, weil wenn wir einen Helm brauchen, dann sieht ein bisschen wüst aus hier vorne. Du darfst einfach so lange meinen Hut nehmen. Das ist doch schön. Du kriegst den Hut und ich hole mir einen Helm. Ja, also der Inspektor, ich weiß auch noch nicht ganz. So ganz souverän ist er ja noch nicht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Oh, aber da ist er ja, da ist er. Aber wir haben jetzt Helm und Hut, steht uns gut, würde ich sagen, wir zwei. Reiten lernen noch. Kann ich mich nicht einfach draufsetzen und dann geht's los? Sie wissen doch aber gar nicht, wie Sie sich halten müssen. Dann kommen Sie mit Beginn an. Lernen wir jetzt mal noch reiten. Auf zum Reitplatz. Und jetzt geht er auf den Reitplatz und versucht zu reiten. Wenn er es schafft, dann kann er seine Karriere als Obergeneralinspektor in Afrika antreten. Wenn nicht, bleibt das Pferd hier und der Inspektor auch. Okay, Inspektor, ich mache mir noch ein paar Sportübungen. Sportübungen? Um ein bisschen warm zu werden. Um warm zu werden. Na gut, dann. Sehr gut. Aber ihr müsst doch warm werden. Ihr wollt Ach, rein. Sie muss Sport machen. Klar, damit sie das. Okay, wir laufen Slalom. Sehr gut.
Wir zwei, wir gehen eine Runde joggen jetzt. Wenn ich mich daran gewöhne, joggen mit Begleitung. Jetzt wird Sport mit Pferd ist das. Sehr gut, wir zwei. Jetzt weg, du Berge. Jetzt haben sie hier die Aufsteigung und jetzt können wir immer aufsteigen. Ja, dann geht einfach hoch. Ein mit dem Fuß und einfach drauf. Einmal. Der Kopf ist weg, der Kopf vom Pferd fehlt. Ach du Schreck, was ist mit dir los? Das ist ein Das passiert jedem mal. Ich würde dann einfach kurz neben Pferd. Ja, sehr gut. Oh, das hat schon mal. Würde ich sagen, ich reite jetzt Richtung Afrika. Macht's gut, aber ich übe noch ein bisschen. Ich probiere es erstmal. So, und los geht's. Los geht's, ja, sehr gut. Es läuft los. Sehr schön. Ah, das geht ganz gut. Es läuft. Läuft wirklich bei dir. Und es läuft bei dir. Ja, sehr gut. Ich glaube, ich ruhe mich mal eine Runde aus. Also bis der Inspektor reiten kann, wird noch ein bisschen dauern. Hier ist eine coole Bank. Wo habe ich mich hier gerade reingesetzt? Alter, okay, weg damit. War ekelhaft, wird das Oma-Paradies her. Nee, hier komme ich mir vor wie ein Oma-Paradies, ey. Nice. Einfach mal ein bisschen abhängen, ne? Das haben wir auch vom Inspektor Berger gelernt. Einfach mal abhängen. Inzwischen. Ja, das Pferd frisst mir zu viel. Aber das ist so normal. Eine Konsequenz. So. Da sie bis nach Afrika nicht nur im Schritt laufen, das könnte ein bisschen länger dauern. Deswegen würde ich ihnen jetzt eine neue Gangart beibringen, und zwar den Trab. Oh, das klingt sehr gut. Das ist ein bisschen schneller? Ja. Okay, sehr schön. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ach, das ist ja wie rot. Hi. Hallo. Also der Inspektor hat es geschafft. Er hat tatsächlich in kurzer Zeit reiten gelernt. Das hätten wir nicht für möglich gehalten. Und jetzt wird er uns verlassen und nach Afrika reiten. So, ich gehe jetzt auf große Afrika-Reise mit meinem Pferdchen, welches sich hier unten befindet. Das wird klasse. Ich verabschiede mich an der Stelle von euch. Und Afrika braucht mich, aber ihr Stadtteildetektive, ihr werdet das richtig gut auch ohne mich hinkriegen. Da bin ich mir sicher, macht's gut. Bis bald. Ich komme euch irgendwann bestimmt mal besuchen. Tschüss. Los, auf Wiedersehen. Macht's gut. Es war schön mit euch. Bis bald. Auf Wiedersehen. Dem Sonnenuntergang. Thank you.